Hallihallo meine Lieben, und heute starten wir mit der dritten Karte. Jetzt zeige ich euch erstmal, was dabei ist. Und zwar eine Grundkarte, die ist von Action, die 15x15 in Cremefarbe. Dann habe ich ein Musterpapierstück in hellgrün, 14,5x14,5. Dann ein weißes Stück, 13,5x13,5. Und ein dunkelgrünes Stück, 13,5x13,5. Eine Folie, die ist 13x13. Dann habe ich hier zwei Tannenbäume, grüne Pailletten. Und hier raus nehme ich die silber glitzernden Pailletten. Es wird eine Shaker-Karte, wie ihr schon erahnen könnt. Und einmal habe ich hier so ein Merry Christmas Stempel, den ich neu habe und gerne ausprobieren möchte. Das ist jetzt meine zweite Runde. Ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. So, fangen wir dann schon mal an. Oder ich zeige euch erstmal, wir nehmen das grüne Stück Papier für die, die keine Stanze haben. Ich habe eine, aber auch nicht in der Größe, kleinere, viereckige Stanze. Das heißt, das ist das grüne Stück Papier 13,5x13,5. Da möchte ich einen Rahmen haben von circa 1,5 cm. Entschuldigung. Jetzt nehme ich mir mein kleines Lineal, mein Bleistift und ein Cuttermesser brauche ich. Oder ein Teppichmesser nehme ich dazu. So, markiere mir hier jetzt 1,5 cm von allen vier Seiten. So. 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 Zack. 1,5. Ich hoffe, ich bin im Bild, Mädels und Jungs. So, und dann verbinden wir die. Das wird man dann nicht sehen, weil da können wir die Rückseite. Das, also ist dann die Rückseite so, dass man das dann nicht sieht. So, hier ist mein Punkt und hier ist mein Punkt. Und hier ist der letzte. Zack. So, die Mitte schneiden wir weg. Dann haben wir unser Rahmen. Und nebenbei mal eben. Und zwar wurde ich jetzt ein paar Mal schon gefragt. Es kann jeder mitmachen. Ich würde mich ja gerne oder würde mich freuen, wenn viele mitmachen, erstens, und zweitens würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich verlinkt, wenn ihr ein Video macht von der Karte, die ihr nachbastelt, oder ein Foto und mich bei Facebook verlinkt. Da würde ich mich auch sehr darüber freuen, dass ich auch sehe, was ihr da gemacht habt oder wie eure Karte aussieht. Und zwar geht es auch nicht darum, dass die Karte genau gleich aussieht wie meine, damit mich auch keiner falsch versteht, sondern meiner Karte ähnelt. Das heißt, ich sage es, weil es so ist, nicht jeder hat eine Stanze zu Hause, die ich habe, nicht jeder hat einen Stempel, den ich habe, oder nicht jeder hat... sagt schon, nicht jeder hat das Papier, was ich habe. Das heißt, nicht die Materialien. So, wie ihr jetzt seht, habe ich wohl schlecht geschnitten und das hat gerattert. Und das hat gerattert. Da gehe ich gleich mal eben mit der Schere entlang. Möchte mein Messer nicht so, wie ich möchte.
nehmen wir ein anderes, habe ich auch noch da. Ich glaube, ich muss kurz die Klinge abbrechen, weil das wohl alles nicht so toll aussieht hier. So, lege ich mal beiseite hier, dass ich die nicht irgendwie verliere und dann sich einer verletzt bei uns hier. Auf jeden Fall hat nicht jeder die Materialien zu Hause, die ich eventuell da habe. Deshalb zeige ich euch jetzt auch, sage ich jetzt mal, eine Variante, wo man nicht unbedingt jetzt eine Stanzmaschine braucht oder wie heißt das, die Stanzschablone dafür, dass man das auch wirklich ohne den Sachen machen kann. Also zumindest den Rahmen jetzt erstmal. Ich habe euch ja eben auch gezeigt, ich habe die Tannenbäume. Da zeige ich euch dann auch eine Variante, wie man Tannenbäume machen kann. So, jetzt muss ich mal schauen hier. Na, so schlimm sieht es gar nicht aus, auch wenn es so doll gerattert hat. Da kann ich ja mal eben mit meiner kleinen Schere eben entlang. So. So, und so haben wir dann unseren Shaker-Rahmen. Jetzt fahre ich hier auch nochmal entlang, weil hier die Schnittstellen sind von der Schneidemaschine, dass die da nicht so hoch stehen, sage ich jetzt mal. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. So, das ist das eine. So, dann habt ihr ja gesehen, ich habe diese Tannenbäume hier und da kann ich euch eine Variante zeigen. Und zwar, meine sind jetzt ungefähr 5 breit und 8,5 hoch. Ich nehme mal dieses Stück jetzt zur Hand. 5 breit. Dafür nehme ich jetzt mal eben meine Schneidemaschine. So, so, schneide bei 5 und bei 8,5. So, jetzt habe ich mir dieses Stück zurechtgeschnitten. Entschuldigung. So, zeichne mir das jetzt auch. Ich nehme mal die Rückseite, wo ich hier schon gekritzelt habe. Die Mitte ist von 5, 2,5. Wir nehmen den Stamm mal so einen Zentimeter, sage ich jetzt mal. Das heißt, bei 2 und bei 3 mache ich mir eine Markierung. Mache, ja, machen wir mal die Höhe 0,5 cm. 0,5. So, mache mir da. Ui, ich glaube, ich habe was falsch gemacht hier. Moment, Moment, nochmal nachmal. Ich habe was falsch gemacht. 1 cm sollte mein Stamm sein. Ich habe die Mitte lang gezogen. Das war falsch. Natürlich rechts und links von der Mitte. So. Jetzt haben wir einen 1 cm breiten Stamm. Dann fahre ich hier vom Stamm aus nach rechts und links. Dann mache ich oben mir eine Mitte, das heißt auch wieder bei 2,5. Ich hoffe, ihr versteht das, was ich hier mache. So, und dann, wie so ein Dreieck, von der Spitze runter, zack. So, und hier auch nochmal, zack. Und das schneiden wir jetzt mal aus. Hauptsala. Wundert euch nicht, dass da so Striche sind. Das ist ja die Rückseite von meinem Shaker-Rücken. So, dann schneide ich hier unten bis zum Stamm nochmal ein, wo ich meine Linien gezogen habe. So und so, Mädels. Dann drehe ich um, weil die Rückseite ist ja bemalt, wenn ihr das sehen könnt. Da habe ich so einen Strich und hier oben drehe ich um und hier ist mein Tannenbaum. Fertig. Im Grunde, wenn ihr mögt, kann man den eventuell prägen. Das sieht auch sehr schön aus.
Wenn ihr einen passenden Stempel habt, könnt ihr den bestempeln. Was man aber auch noch machen kann, kann man sich einfach eine Lichterkette drauf zaubern und dann auf die Lichterkette vielleicht ein paar Pünktchen oder ein paar Sterne stempeln oder vielleicht auch selber Lichter drauf malen. Das geht natürlich auch. Und die dann vielleicht eventuell ausmalen. Also es ist irgendwie alles möglich. So, das ist dann auch eine Variante. So, dann nehme ich mal die Karte, grünes Musterpapier. Sorry, das kommt jetzt drauf mit doppelseitigem Klebeband. Wenn ihr andere Klebemittel habt, könnt ihr die natürlich auch nehmen. Es ist kein Thema. Ich nehme jetzt einfach mal den doppelseitigen. Oh nein, geht das schon wieder los? Hatte ich eben schon bei einer Karte, dass ich schief geklebt habe. Aber sowas von schief, das sah ja gar nicht schön aus. Deswegen muss ich das Video nochmal neu anfangen. Aber wir schaffen das. Übrigens, wenn ihr hier im Hintergrund hört, Autos, ich habe meine Balkontür auf. Ich brauche ein bisschen frische Luft hier. So, meine Pinzette, zack. Das klappen wir hier ein bisschen um, dann ist das Schiefe auch nicht mehr da. Na? Nein, das machen wir nicht. Seht ihr, läuft bei mir auch nicht so toll heute. Hat sich trotzdem noch ein Hundehaar zwischengequetscht. Ja, sehr fein. Ach je. Heute ist wirklich nicht ganz so mein Tag. So, das ist das 14,5 x 14,5. Danach nehmen wir das 13,5 x 13,5 weiße Stück. So, und jetzt kleben wir natürlich auch richtig, ne? So ist die Öffnung. Seht ihr? Profi, einfach nur Profi in Schiefkleben heute. Aber okay. Jetzt haben wir hier mein weißes 13,5 x 13,5. Das kommt hier oben drauf, aber bevor ich es klebe, möchte ich erstmal stempeln, weil wenn mit dem Stempel was schief geht, muss nicht die ganze Karte in die Tonne. So. Und hier kommt dann mein Merry Christmas drauf. Ein sehr schöner Stempel, mag ich wirklich leiden. So, ein bisschen trocknen. Hier nehmen wir dann auch meinen doppelseitigen Klebeband. Ich verwende auch den von Aktion, ich habe aber auch andere. Mache ich hier noch komische Geräusche. Ach ja. Ich hoffe, das Video wird jetzt nicht länger als die anderen. Naja, und wenn, ist glaube ich auch nicht so schlimm. Aber manchmal hat man halt Tage, wo es nicht so läuft. Ich habe zwar nicht gedacht, dass es direkt am dritten Tag irgendwie schief läuft hier, aber so ist es. So, die Karte richtig halten.
So. Dann haben wir ja den grünen Rahmen mit euch gemacht. Der kommt dann hier oben drauf. Ich habe das in der Größe gemacht wie das Weiße. Das heißt, wenn wir dann kleben, muss es direkt auf dem Weißen sitzen. Ihr könnt natürlich das weiße Stück kleiner machen oder den Rahmen größer. So, jetzt habe ich hier mein Stück Folie. Das klebe ich jetzt auf den Rahmen. Und zwar nehme ich jetzt hier doppelseitigen Klebeband, weil ich das eben bei der ersten Karte, die ich gemacht habe, mit Flüssigkleber gemacht habe. Und natürlich, so toll wie es sein soll, habe ich die Folie dann raufgeklebt und das kam dann in Richtung Mitte und dann habe ich das versucht zu entfernen und ja, es sah dann sehr wundervoll aus, dass ich dann gesagt habe, ne, das kann ich nicht so stehen lassen, das muss ich neu machen. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. So, und deswegen, das war aber nicht der einzige Grund, da waren mehrere Fehler, dass ich gesagt habe, ne, nee, nee, nee. So. Müsst natürlich auch aufpassen, da wo ihr eure Striche habt, dass das die Rückseite ist. Ne? Nicht, dass es dann aus Versehen vorne raufkommt. Ich wundere mich überhaupt, dass es bei mir jetzt gerade geklappt hat. So. Jetzt kommt hier die Folie drauf. Die ist ein kleines Stückchen kleiner als der Rahmen. So, hier habe ich es natürlich jetzt nicht perfekt geklebt, aber wie gesagt, die Folie können wir ja hier noch zuschneiden. Hier, ich weiß nicht, sieht man das hier, bin ich etwas über. Das kann ich aber jetzt wegschneiden, sodass man das nicht sieht. So, jetzt ist auch meine Folie fertig. Tada! Und dann kleben wir jetzt die Pads auf. Zack. Und zwar, weil ich ja schon gesagt habe, dass der Rahmen so groß ist wie das weiße Stück Cardstock, kann ich hier vorsichtig entlang, weil wenn ich das dann aufklebe, sieht man den 3D-Pad nicht. Und ich halbiere auch, habt ihr ja eben gesehen. Ich nehme nicht das ganze breite Stück, sondern ich halbiere es. Ungefähr mittig. Weil der Rahmen hier auch. Das machen wir mal so. Der Rahmen hier auch nicht so breit ist, so zu Ende sprechen. Die Stückchen, die fülle ich gleich noch. Das ist hier überhaupt kein Thema. So. Der ein oder andere kann es vielleicht besser mit dem Shaker als ich. Ich mache meine Shaker alle ungefähr so. Vielleicht gibt es da noch eine andere Variante. So, seht ihr, hier brauche ich ja in der Ecke keins. Hier unten fällt auch keine Paillette durch, aber hier oben
Da nehme ich mir noch so ein kleineres Stückchen, was ich dann auch halbiere. Und dann hier reinklebe. So. Dann ist auch alles zu. So, jetzt fülle ich meine Pailletten hier rein. So. Mein Problem ist auch immer, dass ich gerne... Oh, hier ist ein weißes, der ist falsch hier und der hier ist auch falsch. So, hier ist ja noch ein falscher. Das geht ja gar nicht. So, und dann habe ich noch gesprochen von meinen silbernen, die ich hier habe. Da möchte ich auch einfach nur so ein paar zwischen, dass ein kleiner Unterschied dran ist. Ja, was heißt Unterschied, ne? Auf dem Musterpapier haben wir ja auch Silber, also kann ich ja eigentlich doch ein bisschen mehr reinmachen. So, ich glaube, es ist genug. Möchte ich so mit Rand mehr in die Mitte, dass ich dann gleich gut kleben kann. So, und ihr seht hoffentlich auch alles sehr gut. Jetzt muss ich aufpassen und etwas konzentrierter arbeiten. Nicht, dass ich mir hier gleich alles komplett versaue. Das wäre dann wirklich sehr ärgerlich. Schon fast am Ende und dann geht alles kaputt. Das wäre nicht so schön. Übrigens sind das auch meine ersten Winterkarten für dieses Jahr. Und da habe ich direkt mal mit euch diese Aktion gestartet. So, jetzt aufpassen, dass ich hier mit dem weißen Rand zusammen komme. Ha! Das habe ich doch gut gemeistert, oder? Sieht alles ein bisschen schief aus, aber... Wir haben es gemeistert. Ich glaube, das neue Schief ist gerade, ne? So, Mädels. Yes, es funktioniert. Und da ist das Merry Christmas. Ich mag es. So, weil es so schön war, kommt hier noch die Tanne drauf. Eine setze ich ein bisschen höher und die dunkle ein bisschen tiefer. Und dann ist da hinter das Merry Christmas versteckt. Ich habe hier jetzt zu wenig Musterpapier. Das heißt, also ich meine, das ist sichtbar, das sieht dann zu schlicht aus. Ich würde eventuell hier noch ein paar Pailletten kleben wahrscheinlich. Wir schauen mal. So, jetzt klebe ich erstmal, glaube ich, mit meinem Tombow vorsichtig die Tanne dran. So, nicht, dass ich mir das gleich nochmal alles versaue mit dem Tombow hier. So, und ich sagte ja ein bisschen höher. Und so. So. Wisst ihr, was ich wieder vergessen habe? Mein Stempel zu stempeln auf der Rückseite. Naja.
Kriegen wir auch hin. Man kann ja die Karte aufklappen. So, 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 so. Und die Tanne etwas weiter unten und so halbwegs auf die weiße Tanne. So, das ist dann so die Karte, die ich heute mit euch vorhatte. Merry Christmas Shaker-Karte. So, jetzt kommt noch mein Lieblingsstempel hinten drauf. Dafür kann ich hier die Karte aufklappen. So und zack, ist das auch erledigt. Bisschen trocknen, trocknen, trocknen. So. Jetzt wollte ich hier ja noch an den Seiten ein paar Elemente raufkleben. Von den, sagt schon, Pailletten. Aber ich glaube, ich lasse es so schlicht, so wie es gerade hier ist. Weil der Hingucker ist ja doch schon Merry Christmas. So und wie soll ich sagen? Ja, der Hingucker in dem Sinne, dass man einem halt schöne Weihnachten wünscht. Ne? Mir fehlen jetzt die Worte zum Ende des Videos. So, ich hoffe, die Karte gefällt euch und ihr habt Lust, das nachzumachen. Ich hoffe auch, dass euch die Tipps mit den Rahmen und mit den Tannen gefallen haben. Also wirklich könnte man das so machen. Oder man schneidet sich noch eine Zacke rein, ne? Also die Zacken rein, sodass es aussieht, also mehr wie eine Tanne aussieht, ne? Haben euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht, mich verlinkt in eurem Video oder auf eurem Foto bei Facebook. Unterm Video werde ich die Infos nochmal reinschreiben, also meine Seite. Wünsche euch eine kreative Zeit, ganz viele Ideen. Ja, ganz viel Zeit vor allem, die man nicht immer hat vielleicht. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bye bye.